Und er kann sich jetzt natürlich nicht mehr healen, weil warum sollte er auch? Jetzt, wo es healen sinnvoll wäre, ist es natürlich weg. So funktionieren Healer halt. Nur healen, wenn es nicht sinnvoll ist. Er hielt sich einfach. Ja gut, da muss ich ihn auf jeden Fall fokussen. Gut, ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte, vielleicht ziehe ich da neue Karten. Aber es hat einfach eine Karte zerstört. Und damit herzlich willkommen zurück zu Across the Obelisk. Mikrofon irgendwie im Weg. Ja, es ist hier ganz dicht vor und wird unsichtbar. So ist besser. Ja, wir starten mal wieder direkt rein in den Adventure Mode. Character Perks. Ja, das hatten wir am Ende der letzten Folge gesehen. Wir haben Perks freigeschaltet, aber ich wusste halt nicht, wo ich die einsetzen kann. Ich habe ja schon vermutet hier im Adventure Mode. Und das bestätigt sich hier gerade. Jetzt kriegen wir sie auch noch erklärt. At the end of an adventure, all the characters in your group will get experience points. Each rank level will award your perk points. You can spend these points on character upgrades. Und hier haben wir dann eben auch noch andere Charaktere, die wir freischalten können. Yoga. Den haben wir letztes Mal getötet. Und in der DLC kann man den freischalten. Interesting. Hier haben wir unseren Tank. Den sollten wir wahrscheinlich auch auf Tanken ausrüsten. Oh, wir können es auch jederzeit entfernen. Das ist auch sehr interessant. Ja, wir nehmen bei ihm erstmal hier... Ah, okay, hier werden die anderen freigeschaltet. Drei. Dann machen wir das doch mal so. Wir können ihm natürlich auch mehr Schaden geben. Obwohl, vielleicht geben wir ihm auch einen Block. Das HP hier. Vielleicht auch sinnig. Und dann sind hier die trotzdem freigeschaltet. Dann machen wir das mal so. Es ist anscheinend egal, wo man welche einsortiert. Die Requirements sind immer gleich. Einfach drei Punkte verteilen und das nächste schaltet sich frei. So, und bei ihm gehen wir mal ein bisschen auf Damage. Damage. Jetzt haben wir denn mein Mystical. Das ist HP, Elemental, okay. Dann können wir vielleicht bei ihm noch auf Side gehen. Weil irgendwo müssen wir den dritten Punkt ja hinstecken. Und dann vielleicht noch auf Bleed. Oder was ist das hier? Blunt Damage Taken? Hm. Nee. Nächstes ist die Zauberin. Da gehen wir jetzt auf Elemental oder Mystical. Naja, eher Elemental. Und ich glaube, da können wir auch einfach alle Elemente auswählen. Hm, und jetzt müsste man überlegen, welches Element am sinnigsten ist. Würde Feuer oder Blitz sagen. Ich gehe mal eher auf Feuer. Oh, der Healer geht natürlich auf Mystical. Da gehen wir auf Heal dann. Auf Shield, dass der so ein bisschen geschützt ist. Match ist bei ihm eigentlich nicht so wichtig. Das heißt, hier gehen wir dann auch noch auf normale Rüstung und noch mehr auf Heal. Gut, dann hier haben wir auch noch irgendwie einen Madness-Grad. Und ich sehe gerade, wir haben einen Game-Seed hier unten rechts. Das heißt, es ist wirklich immer random zugeordnet, was ja schon die Map vermuten ließ. Aber ja, gucken wir mal, wie sie jetzt aussehen wird. Ja gut, das kennen wir jetzt schon, das können wir skippen dieses Mal. Hier, die Map an sich sieht gleich aus. Wir haben nur andere Events. Und für diese Runde gehen wir mal hier unten entlang. Vor allen Dingen, weil wir hier ein Epic Event haben. Und weil mich interessiert, was auf dieser Bottom Road ist. Aber erstmal geht's in die Stadt. Wo wir, glaube ich, direkt mal die Heals upgraden. Weil warum nicht? Das ist, glaube ich, das Sinnigste, was man machen kann mit dem Anfangsgeld. Joa, viel mehr können wir jetzt gerade eh nicht machen. Für die erste Stadt haben wir nicht so viel Money. Oder Charts. Wir haben Blümchen-Boars. Eine komische Mischung. Das sind alles drei Wild Boars, auch wenn das mittlere anders aussieht, dann ist es, glaube ich, egal, wen wir angreifen. Daraufhin gucken wir doch erstmal, dass wir den ersten sofort ausschalten. Was leider nicht ganz funktioniert. Aber er wird nächste Runde sterben. Es sei denn, er wird irgendwie geheilt. Wir heilen einfach mal immer, wenn es geht. Ich glaube, wir haben nichts, was nicht das Frontmonster angreifen würde. Aber naja, slashen wir uns halt dadurch. Zack. Zack. Und ein bisschen Bleeding. Victory! Das ist hier anscheinend eine upgradete Version von dem. Der Text ist auch anders, der ist hier blau. Dann machen wir mal Hamstring. Ah, noch ein Cool Strike vielleicht. Der Zap. Und Heal. Ich beschwere mich immer, dass der Healer zu wenig Heal hat. Auf zum Epic Event. Morning at the lake. Following the carriage trail, you arrive at Lake Synanthia. Usually this lake is always crowded with locals who fish, trade or perform daily activities. But today it seems that no one is around. So it is not often that you can explore the lake thoroughly without being disturbed. You can also fish or search for magic shards. This morning the lake is all yours. Hm. Frage ist halt, ob wir Shards wollen. Fishing wollen for something. Ich glaube, Shards ist ganz sinnvoll. Könnte ich mir vorstellen, dass Fishing halt Gold bringt.
Lower als 5 muss man. Das ist interessant. Hatten wir ja Glück. 300 Shards. So, wir verfolgen weiter die untere Route. Obwohl, ich glaube, hier auf der Route können wir mehr mitnehmen. Ja, hier hoch und dann hier runter. Obelisk Corruption. The Obelisk's influence is corrupting the monsters in this area. You can choose to fight them under the effects of corruption to increase the difficulty and gain additional rewards. Choose one of these rewards. Party will gain access to an upgrade altar or each hero will be able to remove one card. Okay, das Removen brauchen wir nicht. Das heißt, der Upgrade Altar ist ganz sinnig. Probieren wir einfach mal aus. All Monsters gain plus 30 HP and all damage plus 1. Ist schon übel. Oder wir machen es einfach mal. Wir machen es spannend. Wir sind ja auch gerade full life und so. Sollte man ein paar Risks taken. Können die auch noch so viel AOE? Der Farmer kriegt ein bisschen mehr Damage, aber eigentlich wäre es sinniger, das Schafhorner erstmal rauszufokussen. Das ist vor allen Dingen auch das, was dann dran ist. Okay, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass das Schaf hier vorne stirbt. Dann heal ich mich selber noch ein bisschen. Und kann dann noch ein bisschen Rüstung verteilen. Und das Ganze machen wir jetzt, glaube ich, hoffentlich genauso mit dem zweiten Schaf. Ich habe jetzt auch herausgefunden, was die grünen Balken zu bedeuten haben. Das heißt nämlich, wie viel Energie sie in der nächsten Runde bekommen. War ein interessantes Prinzip in der Hinsicht. Das heißt nämlich nicht nur, dass sie eine maximale Anzahl an Energie in dieser Runde haben können, sondern sie können auch eine maximale Anzahl an Energie in der nächsten Runde haben. Und unser Healer kann hoffentlich nochmal healen. Zack. Ja, das nochmal machen. Und Regeneration. Weil ihm bringt es da hinten sowieso nichts mehr. Precise Strike. Repair Armor oder Sweeping Strike. Das wäre ein bisschen AOE. Aber macht nicht wirklich viel AOE. Dann nehme ich lieber den Precise Strike. Song of Clarity klingt gut, vor allem weil das auf alle Leute geht. Ich mag so hohe Karten nicht. Ich mag lieber Karten, die nicht viel machen, aber dafür nichts kosten. Dann kann man mehr spielen. Dann wir haben jetzt ein Upgrade-Altar. Ist der denn kostenlos, ist die Frage? Nein, er ist absolut nicht kostenlos. Dann bringt das auch überhaupt nichts. Dann war diese Challenge etwas sinnlos. Aber okay. Jetzt weiter zu einem Common Event. Oder Uncommon Event. Abandoned Patrol. You have reached a crossroads. To the north, the path leads to an old watchtower. To the south, the path leads you to the bridges that cross the river. On the south path, you can see two werewolves patrolling. Looking at the cloths, you can see that they are bandits and they are up to no good. If you want to go south, you will have to deal with them. How will you proceed? Wollte ja eigentlich schon south. Ja, probieren wir sie mal zu ambushen, auch wenn es knapp wird. Ja, you tried, but you were detected before you reached the camp. Luckily, you were on guard and can defend yourselves. Nee, hört doch auf damit. So richtig nervig. So, sind beide Boss schon mal weg. Problem ist, ich kann gerade auch nicht so viel machen. Wir sind alle Full Heal und, ja. Schaffen wir ihn halt aus dem Weg. Ich kann jetzt auch nicht angreifen, weil die halt unsichtbar sind. Ist ja richtig nervig. Sie gehen auch direkt auf unseren Healer. Und er kann sich jetzt natürlich nicht mehr healen, weil warum sollte er auch? Jetzt, wo es Healen sinnvoll wäre, ist es natürlich weg. So funktionieren Healer halt. Nur healen, wenn es nicht sinnvoll ist. Naja. Noch ein Precise Strike. Oder wir nehmen jetzt doch den Sweeping Strike. Es wäre ja interessant, ob der auch auf unsichtbare Gegner geht. Wir nehmen ihn mal mit. Den neuen Whistle nehmen wir auch mit. Und wir haben verschiedene Scrolls. Scroll of Speed oder eine andere Scroll of Speed. Beide vanishen, wenn sie aktiviert sind. Also irgendwie, ich weiß nicht, die sehen ja beide, müssten eigentlich beide geupgradet sein, nach der Farbe des Textes zu urteilen zumindest. Hier, die ist innate. Okay, aber was ist hier dran anders, wenn die auch geupgradet ist? Das ist die doch auf jeden Fall besser. Und wir haben noch Heal. Rare of Healing, das healt alle Helden, das ist sehr nice. Können wir auch mal gucken, ob wir die upgraden können. The Jeweler. At the entrance of the bridge you see a jewelry merchant. When you approach he says, hello adventurers. Would you like to take a look at my products? I also have two specials for today. The first is a set of four exquisite magic rings that I made recently. They are yours for 600 gold, only if you buy all four.
The second is this unidentified magic ring. It is yours for 250 gold. To know what it does, you will have to equip it when you buy it. Wir haben ja gerade so 600 Gold und wir haben noch keine Ausrüstung. Wir kaufen mal das Set von... Achso, guck mal, hier steht sogar dran, was es macht. Max HP, All Resistance und ja, warum nicht? Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht ist es Abzocke, aber egal. Jetzt können wir hier runtergehen. Riverside Camp. You arrive at a camp near the river. Here you see a strange humanoid figure with a squid-like head and large black eyes that reflect the stars on the horizon, although it is not yet dark. You have never seen anyone like him before, perhaps he is not from this world. As you approach, he says to you, "Hello travelers, don't be afraid. I see you have a promising future ahead of you. If you wish, I can do a divination for you." Wir könnten resten, was wir nicht brauchen, oder wir können eine Fast Divination machen, weil für das andere haben wir jetzt kein Gold mehr. See, you will travel through distant lands and face powerful enemies by the way. I can see you will meet my brother in Velkarat. Greet him for me. Okay. Da wäre jetzt zum Beispiel auch die Frage. Das erhöht ja die HP und Max HP bei plus 5 per Charge. Wenn das jetzt aber removed wird, werden mit deinem 5 HP abgezogen? Oder nur die Max HP? Aber es klingt eigentlich ganz gut, wir nehmen es mal mit. The Scared Pigman. You enter a small chapel near the forest border. It appears to have been recently looted. You hear a noise behind some benches and then a trembling voice says, "Oink, are they gone? Oink, Yoga wants to eat me. He sends werewolves for me, please, please, oink. Help me defeat Yoga so I can leave this chapel. I'm very capable priest and I will help you in your future travels, oink." Wir haben ihn eigentlich schon getötet einmal, aber nicht in dieser Runde. Oh, just calm down. What are you doing here? Are you sure it was Yoga who did this? Magnus, thank you. Thank God it's you. You gave me quite a scare, oink. I came back when I found out my pigman brothers were being recruited by a strange cult. So I settled in this chapel, oink. And I do ceremonies to dissuade them from joining the cult. Yoga found out and sent his werewolves after me. He's still obsessed with eating me, oink. Please help me, Magnus. Yuka leads werewolves from the bandit camp in the north of the forest. I have some things here that they didn't find. Oink, take what you need. Off. 10% extra discount in the Magic Forge altars and item shops. Päuschen. Damage by others. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut auf unserem Tank. Das muss auf jeden Fall unser Healer bekommen. Resistance auf sie, I guess. Und der kriegt das Healing dann. Um Yoga zu töten, müsste ich jetzt aber hier oben lang. Machen wir das doch mal. Wir haben wieder eine Obelisk Corruption. Party will gain access to exotic equipment shop. Hopp. Das heißt, wir müssen es kaufen. All monsters gain max HP plus 15. All damage plus 2 and every turn a random monster gains 2 thorns and 2 regeneration. Das ist schon ein bisschen heavy. Das Problem ist halt, ein Exotic Equipment Shop heißt wahrscheinlich, dass wir da Sachen kaufen müssen, so wie wir letztes Mal auch bei dem Altar eben die Upgrades bezahlen mussten. Das heißt, das lohnt sich im Endeffekt nicht. Ich habe kein Geld dabei. Und Shards habe ich auch nicht so viele. Können wir noch ein bisschen Damage machen. Sie müsste jetzt nächste Runde auf jeden Fall sterben, sobald sie dran ist. Und dann geben wir uns mal noch ein kleines Schild. Okay, gut zu wissen, Poison wird erst aktiv am Ende der Runde. Tja, Unholy Storm. Alle Monster. Okay, das ist schon krass, aber kostet halt viel Energie. Nee, wir machen mal Dispel Poison. Wir brauchen diesen Main Healer. Storytime. In the forest you found a large open space that seems like the perfect place to rest a bit before continuing your journey. As you go to set up camp, you notice a group of werewolves camping. They see you and offer to share the camp. One of them also says to you, "Hey, do you want to share some stories from your travels with us while we rest?" Except vaguely tell them you want to reach the obelisk. Or except tell them the funny history of the pigman dressed as a priest that you found in the chapel. Ja, nee, das wahrscheinlich eher nicht. I tell them a story about the Wolf Wars. I hope they don't recognize me.
Ja, komm, probieren wir mal aus. Das ist keine Defense Card. Magnus received open wound. Magnus tests the waters and begins to tell a story. Unfortunately, he tells them that he fought on the side of the kingdom. That's when the werewolves recognize Magnus and pounce on him. Quickly, you join Magnus and the fight continues. Da sind noch ganz schön viele. Ich weiß nicht, ob ich die beiden hinteren fokussieren sollte. Die können sich halt unsichtbar machen. Der hintere kriegt sogar mehr Damage. Jetzt habe ich aber nur noch Attacken fürs Frontmonster. Na gut. Jetzt lauen wir ihn mal ein bisschen down. Get ready for pain. Ja, die machen sich jetzt nämlich unsichtbar. Immerhin können sie keine Boards heraufbeschwören, weil kein Platz da ist. Der hielt sich einfach. Ja gut, da muss ich ihn auf jeden Fall fokussen. Also ich habe jetzt 7 Energie, ich kann richtig reinhauen. So, wir wollen ihn da hinten auf jeden Fall ausschalten. Dass der nicht mehr zum Zug kommt. Auch wenn das ein bisschen Overkill war. Und jetzt brauchen wir gleich einen Heal. Der stirbt eh nächste Runde. So, I need healing cards. Sehr schön. Also ein bisschen hochhealen. Poison hat gerade keiner. Dann haben wir noch eine Barrier. Ich habe gerade eine Karte zerstört, aber ich... Ja gut, weil ich nichts mehr im Drop-Pile habe. Das ist... Gut, ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte, vielleicht ziehe ich da neue Karten. Es hat einfach eine Karte zerstört. Ich meine, macht jetzt nicht so großen Unterschied. Trotzdem ein bisschen dumm. Okay, eigentlich wäre es gut, wenn nochmal der Healer drankommen würde. Aber das Problem ist, kommt auch er als nächstes dran. Ich glaube, ich habe gerade keine Möglichkeit, ihn zu slowen, oder? Wirklich. Naja, zappen wir ihn halt tot. Ah, hier sehen wir, was der Unterschied zwischen den beiden geupgradeten Scrolls ist. Ja, wobei die ist, glaube ich, auch geupgradet, weil der Text ist auch farbig. Okay, ich check's nicht so ganz. Aber die ist auf jeden Fall auch innate, nur gibt aber nur 2 Speed. Ich glaube irgendwie, es gibt noch eine dritte Upgrade-Version, weil an den Altaren kann man ja immer nur zwischen Gold und Blau wählen. Aber das eine war ja sogar lila und lila scheint irgendwie die beste Form zu sein. Man muss da nochmal ein bisschen genauer reingucken. Hier wäre was, was sich eventuell lohnt. Einfach weil wir 720 Gold und 720 Crystals bekommen und eine Kiste. Oder ein Free Card Upgrade. All Monsters gain plus 2 Damage, immune to Blood. When a hero plays an attack, all Monsters gain Fury. Okay, das ist heavy. Die Belohnung ist halt heavy, aber das, was da passiert, ist auch heavy. Wir machen es einfach mal. Frage ist dann, Free Upgrade wird sich wahrscheinlich mehr lohnen als das, wenn ich die richtigen Karten auswähle. Ich mach trotzdem mal das Geld hier. Könnte jetzt richtig übel werden, dieser Kampf. Da ist auf jeden Fall wieder ein Healer bei. Jetzt einfach schon plus 27% Damage. Riss das dumm. Der ist so knapp vorm Sterben. Verdammte Scheiße. Bitte heal dich nicht. Natürlich healt er sich. Und shieldet sich. Sind jetzt auch immun gegen Bleeding. Das heißt, das bringt auch nicht so viel. Und dass alle auf jeden Fall so ein bisschen defended sind. Meine Fresse, es kostet echt alles, den zu töten. Ich weiß nicht, wie sinnig das ist. Ich mache mich auf jeden Fall mal unsichtbar. Oder auch nicht. Keine Ahnung, warum bin ich nicht unsichtbar geworden? Ja, Magnus sollte ihn hoffentlich finishen können. Oder auch nicht, weil er nur Verteidigungsdinger bekommt. Meine Güte, gerade so. Und hier haben wir einen Healing Rain. Dieser Healing Rain, das finde ich halt beschissen. Weil das einfach auf alle geht, inklusive die Gegner. Dann bringt das auch nicht so viel. Machen wir einen Prayer of Protection, das geht wenigstens auf alle. Weil die haben alle ein Level Up, da können wir auch mal eben gucken. Follow-up fand ich eigentlich ganz gut. Ja, Wild Hunt war auch, fand ich besser. Genauso wie Enchanted Weapon. Ich nehme einfach genau das gleiche und das Healing, dann ist auch besser. Zumindest so wie ich gerade spiele. Und hier stehen wir wieder vor dem Boss. Den direkten Hunters Mark abgeben. Das ist nice. Ich versuche auch weitestgehend den Boss zu fokussen. Wir haben hier zwar einen Healer, aber ja. Oh, da kommt wieder der üble AOE. Vorteil ist, der Healer scheint nicht jede Runde healen zu können.
Weiß nicht, was wohl am besten gegen die ist. Dann machen wir Feuer, einfach weil es am meisten Schaden verursachen scheint. So, wir machen jetzt sehr viel Feuerschaden. Ich wollte so weiter ihn da hinten. Soweit es geht jedenfalls. So, ihr stirbt jetzt auf jeden Fall nächste Runde. Ich bin trotzdem kaputt, weil ich einfach nichts anderes machen kann. Deal 40 Damage, ach du Scheiße. Und er hat einen neuen Gegner heraufbeschworen. Das ist ein Bullshit. Warum alles nur Nahkampfsachen? Ich will nicht das vordere Monster angreifen. Das ist ätzend. Er hat nur noch 9 HP, der Boss. Aber jetzt sind leider die Gegner zweimal dran. Oh Gott. Er lebt noch. Ich weiß gar nicht, wie er das alles übersteht. Feuer frei. Wieder mit einem HP überlebt. Genau wie letztes Mal. Ein Leap Slam. Ja, warum nicht? Viper Strike. Debuffs sind auch immer gut. Noxious Eruption. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie viel das Dark bringt, wenn man es halt nicht auf 25 Stacks hochbekommt. Aber das können wir mal probieren. Butcher's Death. Ja, das hatten wir auch schon. Loot. The priest will be happy, but first let's see what you find in the camp. Gold. Bla, bla, bla. Er kriegt auf jeden Fall das hier, dass er Rüstung direkt am Anfang hat. Jogas Cleaver ist, glaube ich, für ihn sinnvoll, auch wenn er eigentlich mehr mit Bogen auch angreift. Ja, er kriegt das trotzdem. Ist ja auch der letzte Slot, der frei ist. Ich überlege gerade, wie ich das am besten sortiere, weil er muss ja auf jeden Fall eine Rüstung bekommen, weil er noch keine hat. Die Sache ist, Powerful bringt ihm halt nicht so viel, weil... Ach doch, auch Healing dann, okay. Ja doch, dann kriegt er das vielleicht. Und sie kriegt dann einfach die Waffe, weil sie noch keine hat.